In Königshäusern wird viel Wert auf die genaue Verfolgung der Abstammung des Nachwuchses gelegt. Die Familienstammbäume reichen weit zurück. Beim Blick auf die Herkunft einiger Royals von heute steht fest, ein Großteil von ihnen sieht seinen Vorfahren zum Verwechseln ähnlich. Wenig überraschend sind die optischen Parallelen zwischen Vater und Sohn sowie Mutter und Tochter. So bilden sich bei den Herren im britischen Königshaus mit fortschreitendem Alter immer mehr die ähnlichen Gesichtszüge heraus. Früher ähnelte Charles seinem Vater Prinz Philipp kaum, heute sind jedoch eindeutige Parallelen zu erkennen. Und auch Prinz Harry ist die Blutsverwandtschaft zu seinem Vater und Großvater immer mehr anzusehen. Prinz William hingegen kommt mehr nach seiner Mutter, Prinzessin Diana. Williams ältester Sohn Prinz George ist ihm schon heute wie aus dem Gesicht geschnitten und auch dessen jüngere Geschwister scheinen nach William zu kommen. Über mehrere Generationen streckt sich hingegen die Ähnlichkeit von Prinzessin Charlotte und ihrer Urgroßmutter, der Queen. Tatsächlich ähneln sich die Gesichtszüge der beiden Frauen zumindest bislang sehr, wenn man alte Kindheitsfotos von Elizabeth ansieht. Einen noch größeren Generationssprung machten die Gene von Queen Victoria. Mehr als 100 Jahre nach ihrem Tod sind ihre Augen, Nase und auch der Mund plötzlich in Prinzessin Beatrice zu erkennen. Deren jüngere Schwester Prinzessin Eugenie scheint hingegen der jungen Elizabeth Bowes Lyon, der späteren Queen Mum, zu ähneln. Und Elizabeths späterer Gatte König George VI. Hat heute in Prinz Edward einen Enkelsohn, der seine hohe Stirn, das schmale Gesicht und auch seine Ohren geerbt hat.